Wer hätte es gedacht? Natürlich mache ich auch mit den anderen Digimon-Staffeln weiter. Und hier geht's jetzt los mit den Trivias zu Digimon Adventure 2. Erst einmal möchte ich noch zu einer Sache zu Digimon Adventure, den Trivia, was hinzufügen. Das habe ich voll vergessen. Wusstet ihr, beziehungsweise habt ihr es noch in Erinnerung, dass die letzten zwei Folgen, also Folge 53 und 54, bei der Erstausstrahlung gar nicht gezeigt wurden, sondern erst bei der erneuten Wiederholung, dann so zu Weihnachten? Wie habt ihr euch dabei eigentlich gefühlt? Ich persönlich muss zugeben, ich fand es eigentlich ganz gut, da mir ziemlich viele Folgen durch die Lappen gegangen sind, aber ich war verwirrt. Bei Adventure 2 ist das übrigens auch der Fall gewesen, denn die Folge 50 wurde nicht bei der Erstausstrahlung gezeigt, sondern erst bei der darauffolgenden Wiederholung. Das fand ich ehrlich gesagt ziemlich ärgerlich, weil ich hatte so gut wie jede Adventure 2 Folge gesehen und ich fand die vorletzte Folge so spannend und dann die Vorschau auf die letzte Folge fand ich auch gut. Und dann lief am nächsten Tag die erste Folge nochmal. Und ich dachte, hä, was soll denn das jetzt? Jetzt muss ich ja so lange warten, nur um diese letzte Folge noch zu sehen. Ich hatte damals irgendwie immer keine Erklärung, warum man das gemacht hat, aber im Nachhinein ist es eigentlich logisch. RTL 2 hat das mit Absicht gemacht, damit man auf jeden Fall nochmal dranbleibt und eine Wiederholung auch nochmal sieht, um halt die Quoten zu pushen. 02 ist die erste Staffel mit einem B-Typ-Opening gewesen, und zwar ab der Folge 26. Für diejenigen unter euch, die nicht wissen, was das ist, das Video wird einfach meistens ab der Staffelmitte durch einige andere Szenen erweitert oder ergänzt. Im Falle von Adventure 2 war Ken zum Beispiel nicht mehr der Digimon-Kaiser, sondern ein aktives Mitglied der Digi-Ritter und man hat dann auch nicht nur die Armor-Level, sondern auch die Champion- und Ultra-Level im Video gesehen. So, RTL 2 hat das B-Typ nicht benutzt, obwohl es das auch textless gibt. Höchstwahrscheinlich war es ihnen einfach zu mühsam, das japanische Logo wieder durch das internationale Logo zu ersetzen. Stattdessen haben sie es sich einfach noch umständlicher gemacht. Sie haben eine Szene aus dem A-Typ herausgeschnitten, dann eine Szene aus dem B-Typ herausgeschnitten und diese Szene von B-Typ in das A-Typ-Video gesetzt. Ja, die Szene, die ausgetauscht wurde, war Ken als Digimon-Kaiser durch Arukenimon und Mamimon. Meiner Meinung nach ist das ja mehr Aufwand gewesen, aber was weiß ich schon. Der nächste Punkt ist ein bisschen ärgerlich, denn es ist die erste Staffel gewesen, dessen Endings nicht auf Deutsch existieren. Im Falle von Digimon Adventure und Tamers hatten wir ja zumindest das erste Ending auf Deutsch und bei Frontier hatten wir sogar beide. In der Folge 19, TK gegen Digimon-Kaiser, ist am Ende ein Stück von Breakup zu hören. 02 ist auch die erste Staffel mit einer Weihnachtsfolge gewesen. Und es ist auch die einzige Staffel, die eine Fortsetzung von einer anderen Staffel darstellt. Es ist die einzige Staffel, in der das Opening als Digitationssong-Ersatz genutzt wurde. Was ich damit meine ist, naja, wir haben das Opening, ich werde da sein, ja immer dann gehört, wenn Paildramon halt die Mega-Digitation zu Imperialdramon vollzogen hat. Und dadurch, dass es das Opening ist, ist es halt nur ein Ersatz gewesen für einen weiteren Digitationssong. So, darüber hinaus ist es auch die erste Staffel, die zwei A-Catch-Versionen hatte. Für diejenigen, die nicht wissen, was ein A-Catch ist, das ist halt der Werbetrenner. Also die Folge wurde unterbrochen, dann gab es Werbung und die Folge wurde dann eben wieder mit dem A-Catch eingeblendet. In dem Rückblick von Folge 17 ist nicht wie sonst das Musikstück Aban 02 zu hören, sondern einfach nur das Musikstück Aban von Digimon Adventure. Also jeder, der Ich werde da sein auf CD hat, müsste es eigentlich schon mal bemerkt haben, aber die CD-Version davon nutzt am Anfang eine andere Musik als die aus dem Anime. Und bei der MC ist im Deutschen gar nicht das Opening dabei, sondern es wird einfach eine x-beliebige, unbekannte Melodie gespielt. Und jetzt seid ihr wieder dran. Was gibt es noch für Trivias, die euch zu Digimon Adventure 2 einfallen? Und was sagt ihr zu denen, die ich genannt habe? Schreibt es mir wie immer in die Kommentare.